Moinsens und herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Hier geht wie immer die Post ab und schau mal hier. Bam, Junge. One Shot. Oder hier, ja. Boom, Junge. Aber die können das leider auch, siehst du? Das ist bescheuert an dem Cheat. Also ein bisschen Cheats ausprobieren hier. Zack. Einfach mal ein bisschen hier. Ein bisschen Ping-Pong spielen. Zack. Oh, Junge, dieses Game. So behindert. Guck jetzt hier. Zack. Zack. Alter. Was? Ich war zu sehr am Gym? Ja, siehst du, wie ich im Gym war, Junge. Kriegst erstmal einen Kick hier ab. So, wir sind heute wieder erstmal in Mission unterwegs. Hier ein bisschen die Hürds für uns zu entscheiden. Ein bisschen Territorium zu gewinnen, wie immer. Hallo? Hallo? Dann halt nicht. Dann laufen wir. Ja. Damit wir unsere 100% oder so erreichen. Und danach können wir ja mal die letzte Mission starten. Worauf ihr natürlich sicherlich wartet. Ach, guck mal hier. Na, Jungs? Jawohl. Bandenkriege. Danke, Bullen. Könnt ihr mir auch mal helfen? Sehr nett. Also, ich habe ja den Cheat an, dass die mir nichts ankönnen, aber. GG easy, Jungs. GG easy. Oh, scheiße, nachladen, nicht easy. So, ich muss mal dringend nachladen. Hallo? So, das müsste erstmal reichen. Aber ich würde mal sagen, holen wir hier mal die Atombombe raus. Easy. Boom, Junge. Mitten in die Fresse. Das Bescheuerte ist, hierbei kann man noch nicht so viel labern, das wisst ihr selber. Was soll ich hier großartig erzählen? Ich meine, ohne Cheats kann das noch spannend sein, aber so natürlich nicht. Alles klar, geh halt immer da durch. Dann halt doch wieder altmodisch. Boah, diese zwei Pisser dahin. Guck mal, wo die sind. Was machen die? Jawohl, dieses Viertel gehört dir. Alles gut. Oh, die Karre wird gleich explodieren. Da gehe ich lieber nicht hin. Na, 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 na. Ah, da haben wir nicht mal ein Auto. Da können wir mal ein bisschen lieber rumfahren, weil es auch echt auf diese Nüsse geht, hier die ganze Zeit erstmal die Gebiete lang zu laufen. Bis da mal einer von den Ballerspannern ist. Guck mal her. Oh, ne. Kein Bock jetzt noch auf Strike hier. Oh ja, das ist ein nice Viertel, ein riesen Viertel. Ich meine, mit dem Auto kann man das natürlich auch machen, aber nee, das dauert zu lange. Über die zu erfahren dauert auch zu lange. Das ist ja lame, weißt du. Ist ja alles lame. Na gut, die da steigen eh aus. So, Jungs, hier ihr drei, zack. So kann man natürlich auch machen mit dem Super Cheat. Oder wir fahren einfach hier, warte. Nein, halt! Mit dem Quad rum. Wir fahren gleich mit dem Quad rum. Guck mal, Alter, die Wasserwerfer helfen uns sogar. Also die Feuerwehr. Ach so, nein, nicht die Dinger. Hoppla. Zack, Junge. Oh, was war das? Bisschen Abwechslung hier reinbringen. Okay, nein, die zünde ich mal lieber, bevor ich gleich selber reinlaufe. So. Alter, wo ist mein Quad hin? Ach da. So, einmal absteigen. Einmal ein paar Leute verhauen. Bam, Junge. Bam, Junge. Njung, njung. Oh, ich wünschte, ich wäre noch schneller.
Ich glaube, so ein Speedhack gibt's nicht hier. Da rennt's wie Super Mario oder so. Der letzte versteckt sich wieder. Oh, nachladen. Easy. Alles easy, unser Viertel. 5 Minuten läuft diese Folge schon. So, das hier hätte ich auch gerne. Oh, da oben haben wir ja auch unsere Freunde. Und nicht gerade wenige. Jawohl, Bandenkrieg easy. Ich möchte natürlich hier den Nuttenclub für uns haben. Wohl mit der, Junge? Ich weiß gar nicht, ob wir da rein können, einfach ohne, dass es hier einen Strike gibt. War ich da schon mal drin? Ne, ich glaube noch nicht. Also natürlich war ich da schon mal drin, aber nicht in einer Aufnahme. Oh Junge, wo seid ihr denn? Seid ihr behindert? Oh, der hat gesessen, Junge. Der hat gesessen. Boom. Alter, wieso explodieren die direkt mit? Das war's dann mit meinem Quad. Aber da lebt noch einer. Jawohl, die zweite Welle. Easy. Ich meine, ihr spielt ja eh alles verrückt. Also kann ich auch mit dem Raketenwerfer einfach random Leute wegknallen. Ach ja, schöne Gegend. Sobald sie in unserer Hand ist, zumindest. Schau mal, da sind noch mehr. Ach, hier. Boom. Okay, der eine lebt natürlich noch. Geh doch weg. So, jetzt haben wir das Viertel auch noch. Bulle, komm, bleib hier. Ey. Ah. Oh nein, der explodiert. Da habe ich keinen Bock drauf, daneben zu stehen. Der andere explodiert bestimmt mit. Naja, doch nicht, aber... Das ist so random, man weiß nicht. Komm, ich gehe einfach mal rein. In den Stripclub. Oh nein. Dieses Lied. Never gonna get it. Ich get it auch. So, hier. Komm, Junge, ich will dir Geld geben. Ah, da. Hier, komm. Gib mir mal was für meine 20 Dollar. Jawoll, Junge. Komm, kriegst noch einen 20. Ich hab's ja. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Ich hoffe, das gibt keinen Scheiß-Strike oder ich muss die Musik hier rausschneiden. Aber das ist so laut und ich kann nicht so viel reden. Und vor allem, das passt ja gar nicht zu der Szenerie jetzt gerade, hier reinzureden. Und vor allem, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir haben alle Moves schon gesehen. Oder? Ja. Wir haben alle Moves, glaube ich, gesehen. Hier ist die nächste. Die sieht aber fast genauso aus. Aber man konnte doch auch irgendwo Private haben, glaube ich. Ach, hier. Private Dance. So. Ich hoffe nicht. Okay, das geht noch klar. Das ist doch linke Maus, das können wir die Ansicht ändern noch. Ich meine, ist ja sehr schön für das damalige GTA gewesen. Ja, da hat der CJ schon Bock drauf. Ist ja normal. CJ möchte mal mehr als nur hingucken. Naja, das gefällt ihm nicht so. Egal, wir lieben mal. Oh, verhauen hier mal ein paar Leute. Sicherheitspersonal und dann gehen wir einfach raus. Never gonna get it. So. Das hat hundertprozentig ein scheiß Dingens gegeben. Also dieses Strike-artige. Bruder, schieß nicht deine... Nein, mach die Karre nicht kaputt. Ich will damit noch wegkommen. Dankeschön. Ach ja, hier läuft auch noch. Ich höre schon wieder. The hood would take me under. Die Karren sind aber auch so damaged, Alter. Ohne Scheiß. Ach, warum mache ich nicht den hier? Oh, nö. Also, ich denke noch so. Ich kann jetzt hier dieses Viertel gerade mir schnappen, weil ich gerade hier bin. Guck mal, das ist sogar ein paar Wichser. Und jetzt muss ich erstmal wieder unser deffen. Wir machen gute Fortschritte. Hauptsache immer mit der Kettensäge. Weißt du, er fliegt... Kann man ja nicht sehen, aber mit Rocketman und Kettensäge fliegt er einfach hier rum. Ist klar. Alter, lass doch mal gut sein. Ja, jetzt kann ich keine Dingens mehr machen.
Jawohl, danke, Fokus mal meine Homies, dann habe ich weniger Probleme hier. Wo ist der letzte von den Bastern? Du hast es ihnen gezeigt, das Gebiet bleibt in deiner Hand. Natürlich tut es das. Ach komm, wenn wir einmal hier sind, dann gehen wir halt erstmal hier hin. Warum auch nicht, oder? Scheiße, ich dachte, wir hätten schon soweit alles von den Borlus-Spacken. Aber hier waren wir leider noch nicht. Naja, gibt Schlimmeres. Da haben wir auch schon unsere Freunde. Na, Jungs. Bandenkrieg provoziert. Willst du mich verarschen? So, haben wir auch das große Gebiet hier. Zumindest kriegen wir es gleich. Alle tot. Einer lebt noch. Jawohl, Alter, wieder weg. Wie der fliegt. Hier am Bahnübergang. Legendary. Fossiles Öl. Achso, da sind schon die nächsten. Bleib stehen und lauf nicht weg. Ah, wo ist der letzte? Nein, jetzt geht er aufs Auto. Puh, Glück gehabt. Ich hab gleich damage mich jetzt selber. Das hätte nämlich ganz schön sein können, so wie ich da reingeballert habe. Ah, wir wollten nochmal Zug fahren, aber ich glaube, hier kommt jetzt kein Zug. Das ist ein bisschen blöd. Hä, wo ist die denn hin? What the fuck? Die ist einfach verloren. Die ist einfach weg gewesen. Ja, genau, Bulle. Mach mal schön hier Selbstmordattentäter. Siehst du, das meinte ich. Ich hab Damage gekriegt. Unglaublich. Und sowas nennt sich Polizei. Ach, das ist hier bei uns, der Clackenbell. Lol. Möp, möp. Hab keine Spraydose dabei und ich muss die... Guck mal, wenn ich die beiden da antrigger... Von hier aus... Scheiße, das reicht noch nicht. Ich bräuchte einen mehr. Aber hier ist gerade keiner. Bäh. Von den Snitches ist keiner hier, Mann. What the hell? Kommt her, ihr Ballers, Missgeburten. Wieder nur zwei. Drei. Bleib weg. Nein, rennt nicht weg, Jungs. Jawohl. Bandenkrieg easy. Hier bei Emmets. Onkel Adi, Onkel Emmet. Onkel Adi, na gut, das ist ein bisschen zu deutsch. Holy, Alter, hätten wir nicht schon riesigen Lebensbalken, hätte uns jetzt diese dumme Laterne was gekostet. Eieiei. So. Na komm. Da kommt schon der nächste, aber der ist gar nicht auf dem Radar, also brauchen wir den noch nicht erledigen. Was willst du denn, Alter? Scheiß Drug Dealer. Alter, geh mir nicht auf Eier, Mann. Ohne Witz. Und du gehst mir auch auf Eier mit deinem Gebiepe. Ja, die sind nicht so einfach hier wohl. Also nicht so einfach zu hitten. Sagen wir es mal so. Okay, hier ist noch... Oh, hier sind noch welche. Ach komm, die machen wir eben hier. Faust. Auch wenn wir brennen, können wir die Leute noch verhauen. Er läuft auch da durch, wird natürlich nicht verbrannt. Egal, easy. Guck mal, wir haben schon vollen Respekt einfach. Absolut. Weil wir einfach... alles hier rulen und einfach alles einnehmen.
Holy shit, hört sich das kacke an, wenn man sagt, man ruled einfach alles. Hört sich an wie so ein Möchtegern-Gangster. Ballers? Yo! Aber die sind zu weit weg, glaube ich. Alter, ernsthaft? Geh weg. Jawohl, Bandenkrieg. Habe ich gut gezielt. Gut getargetet, wollte ich sagen. Holy shit, was? Wenn dann gut geaimt. Willst du mich verarschen? Achso, da ist ja gar keiner mehr. Wo schieße ich denn hin? Okay, die sind alle drei gestorben durch den Scheiß. Komm. Kriegt er noch, kriegt er noch, kriegt er noch. Easy, Junge. Ich hasse euch, Wichser. Wegen euch Spasten war mein Bruder im Knast. Wegen euch ist Smoke zum Verräter geworden. Kleinen Missgeburten. Na komm schon. Spawned. Ihr Säcke. Oh, alle auf einer Seite ist nice. Dieses Viertel gehört auch mal wieder uns. Ist noch nie aufgefallen, wie schlecht die Textur... Alter, was ist das für eine Textur von dem Reifen? Ah, ihr dampft ordentlich. Oh shit, hier haben wir ja noch ein riesiges Gebiet. Not so cool. Ah, meine Lieblingsjungs sind ja da. Und der nächste Bandenkrieg wurde provoziert. Hallo? Hallo? Der kann einfach nicht genug haben vom Rocketman. Jetzt... Ich wollte schon sagen, mein Gott, Alter, der eine da, der einfach nicht getroffen. Komm, wir parken den mal hier. Zack. Laufe ich da auch nicht rein. Aber wenn die nur auf einer Seite spawnen, ist das für mich natürlich way easier. Oder auch nicht, weil man nicht aimen kann. Er läuft einfach durch alle Flammen. Wie in dem besten Actionfilm. Unbelievable. Achso, ich muss ja wieder hier hingucken. So, alles klar. Und auch dieses Viertel gehört uns. Und nächstens. Also ich meine, das ist alles andere als spannend hier, aber egal. Man sieht so ein bisschen die Spawn Points, man sieht einfach alles Mögliche. Warte mal, wo kommen die denn jetzt her? Die waren doch gerade noch gar nicht da. Ey, wieso zählt das nicht? Ah, weil ich aus dem Gebiet stand, 100 pro. Ah, das ist natürlich Minus. Hier sind ja diese komischen Leute von, naja, wie heißt der nochmal? Caesar. Caesar Salad. Alter, von hier soll ich die da hinten triggern? Geht da gar nicht klar. Lol, hat doch geklappt. Jawohl. Wo kommt ihr denn jetzt her? Weißt du, gerade wo ich welche brauchte, waren sie nicht hier. Und jetzt kommen sie natürlich wieder an. Man kennt's ja. Ja, Miep, Miep. Fahr doch weiter. Ich wollte schon sagen, endlich ist er weg. Komm, ich krieg dich noch, Bulle. Ach, schade. Laterne. Komm, jetzt spawn. Heute gibt's irgendwas lilafarbenes, würde ich mal sagen, als Vorspeise. Oder heute gibt's einfach Blutsuppe. So viel, wie wir hier raushauen, ist schon krass. Ist das hier nicht der Airport? Oh, Alter! Was eine Armada, und mit einem Schuss sind die alle weggeflogen, bis auf den einen Typen. Holy shit.
Und natürlich ist das hier der Airport, Behinderter. Waren wir eigentlich schon mal auf dem Airport? Nein, ich glaube noch gar nicht. Auch strange. Dass man das einfach nicht zeigt. Aber zumindest, ja gut, du kommst hier einfach weniger hin. Da, wo man weniger hinkommt, da, ja. Ist ja halt auch sehr, also wo du missionstechnisch nicht hinkommst, ist ja halt auch eher seltener. Das erinnert mich aber echt schon ein bisschen so an GTA 5. Man erkennt schon ganz klar so die Ähnlichkeiten, meinte ich. Ja doch, wir waren hier schon mal so ein bisschen, aber nicht so genau. Wo müssen wir denn hin? Einen oder so können wir noch machen. Oh, das sieht ja schon mal schön grün aus, muss ich nur sagen. Ja, ich würde mal sagen, wir grasen hier langsam was ab. Komm, wir holen uns das eine aus. Dann grasen wir uns so die letzten Viertel ab. Das könnte noch ein, zwei Folgen dauern. Ich weiß gar nicht, ob... Ich habe so lange wieder nicht aufgenommen, ob Sweet schon angerufen hat. Und den Aufenthalt von Smoke rausgefunden hat. Ich denke ja mal, ja. Dann können wir dann nämlich die letzte Mission starten. Nimm mal Rücksicht hier auf den Flugverkehr, Junge. Ich bin hier. Hallo? Hallo? Meine Taste hat gerade irgendwie keinen Bock gehabt. Deshalb ist er irgendwie nicht geflogen. So, und jetzt holen wir uns diese billige Kaschemme hier bei Emmets. Warum auch immer wir die noch gar nicht haben. Wir haben in ganz San Andreas haben wir die ganzen teuren Apartments, aber hier nicht. Die Scheiße nicht. Ja, schön. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge bei GTA San Andreas, wenn es heißt, schalte andere Hürze aus. Ciao.